Herzlich willkommen, euer RC-King wieder hier. Und zwar gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich mache jetzt ein Unboxing-Video für euch. Und die schlechte Nachricht, das Reso für den Verbrenner ist leider immer noch nicht da. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Jetzt geht's los, Unboxing-Video. Zwar mit einem neuen RC, den ich mir gekauft habe, ein 1:14er. So sieht er aus. BMW M3. Und den werde ich für euch heute mal unboxen. Leg mal los. Das ist die Fernbedienung dazu. Hier drüben ist die Antenne drin. So, dann wird die Antenne hier oben reingeschraubt. So. Legen wir es mal beiseite. Dann werden wir das gute Stück jetzt mal auspacken. Sind solche Möbel drin. Macht da einfach ab, die Klipser. So, schon das gute Stück ausgepackt. Ich habe jetzt schon mal vorher das Teil ausgepackt gehabt und Batterien und so reingemacht, damit ihr das mal sehen könnt. Ich schalte das Ganze jetzt mal ein. So. So. Jo, jetzt ist er an. Jetzt hat er auch sogar noch Licht. Also auch für Nachtfahrten geeignet. Genauso hinten, Rückwärtsgang hat er natürlich auch und auch Rücklicht. Ja, und sonst ist das eigentlich ein cooles Modell. So, was haben wir noch? Das sieht aus komplett. Hier unten kommt dann die Batterien rein. Was haben wir noch so? Natürlich die Sachen für meinen Verbrenner, die ich heute auch noch unboxen werde. Außer das Reso, was noch nicht da ist. Dann legen wir mal los. So, damn! Auf einmal die Dichtungen, das Reso vom Krummer. 5 Stück. Und einmal eine neue Kupplungsklappe. So sieht das Ganze aus. Kann man jetzt gleich mal auspacken. Ganze hier. Noch ein Aufkleber mit drin von RC4 Speed.
Und dann hier komplett neu aus Alu. Ganze Paket. Mit Kupplungsglocke, mit zwei neuen. Na. Komme ich nicht auf Namen, schreibt es in die Kommentare. Mit zwei neuen Kugellagern, jetzt habe ich es. Mit zwei neuen Bremsbacken, alles aus Alu. Mit einer neuen Feststellschraube. Mit einer neuen Feder. So, das ist das neue Schwungrad dazu. So, alles in Blau. Das Ganze werde ich jetzt in den Verbrenner einbauen. Und dann sehen wir uns nachher nochmal zur Schadensaufnahme von dem Verbrenner, was dann überhaupt kaputt gegangen ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder, und zwar, ihr werdet das jetzt gar nicht gemerkt haben, daher ich das alles auf ein Video mache, aber es hat schon ein Stück gedauert. So sieht die alte Kupplungsglocke aus. Ja, die hat es hier richtig zerfeuert, also richtig zerhauen auf jeden Fall. So, das war der Schutz. Den hat es natürlich auch zerfeuert. Ja. Des Weiteren, ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. Hat es daher die kompletten Backen zu hauen. Wie ihr sehen könnt. Ja. Jetzt werde ich das Ganze auseinanderbauen und das neue Zeug wieder einbauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fahrvideo. Bis dahin, euer RC King.